Schönen guten Tag, liebe Seherinnen und Hörer des YouTube-Kanals der Zeitschrift International. Hier spricht wieder Fritz Edlinger. Es ist heute Montag, der 13. Februar. Ich sage das deswegen, weil wir am Beginn einer für international sehr ereignisreichen und hektischen Woche sind und einige hektische Tage hinter uns haben. Kurzum, das neue Heft ist fertig. Es ist bereits zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt sage und wo Sie und ihr das hört, bereits in Druck und wird in wenigen Tagen zur Auslieferung kommen. Es ist wiederum ein sehr umfangreiches Heft geworden. Es ist auch ein sehr vielfältiges Heft geworden. Um das vielleicht ganz kurz zusammenzufassen. Wir behandeln Themen von Ukraine, Frieden, österreichische Neutralität bis hin zu Brasilien, Ägypten, Palästina. Also es ist ein sehr breiter Bogen. Dieser breite Bogen entspricht auch, und ich habe das auch in meinem Editorial des Heftes diesmal sehr klar einmal formuliert, das entspricht auch dem Selbstverständnis und dem Programm unserer Zeitschrift. Wir wollen uns nicht auf wenige spezielle Themen, wie das sehr oft bei anderen Magazinen der Fall ist, konzentrieren. Also wir wollen keine Ukraine-Zeitschrift sein, wir wollen nicht nur über Krieg und Frieden berichten, sondern uns liegt es auch sehr am Herzen, darauf aufmerksam zu machen, dass die globale Welt nicht nur aus Europa und dem amerikanischen Kontinent besteht, sondern darüber hinaus in Wirklichkeit die Mehrheit der Menschen inzwischen in der Welt eben in Afrika leben, in Lateinamerika leben, in Asien leben. Zum Teil in sehr tristen Verhältnissen, zum Teil auch noch damit konfrontiert, wie in den letzten, man kann wirklich sagen Jahrhunderten, sie von Staaten, von Mächten, die außerhalb ihrer unmittelbaren Heimat kommen, dominiert sind. Wenn wir zum Beispiel hernehmen die Situation in Afrika, es ist gerade heute in der Früh, haben wir wieder Meldungen aus Nigeria bekommen, weil dort demnächst Wahlen stattfinden sollen, aber eine unglaubliche Wirtschaftskrise da ist. Nigeria ist ein Beispiel, aber so gut wie alle afrikanischen Länder sind ein Beispiel dafür, wo noch unmittelbar die Spuren des europäischen Kolonialismus spürbar sind, merkbar sind. Bis heute. Wir haben in unserer Ausgabe, auch in dieser Ausgabe, einen sehr langen Artikel gerade über dieses Thema von unserem Afrika-Spezialisten George Hallermeyer, der einmal ganz genau die Beziehungen zwischen den USA und Afrika beschreibt. USA ist zwar keine klassische Kolonialmacht, die klassischen Kolonialmächte kommen alle aus Europa, Frankreich, Holland, Belgien zum Teil, Großbritannien, die sind noch immer sehr stark dort vorhanden und sie haben noch immer sehr starke wirtschaftliche und politische Interessen und sie sind auch für viele der Probleme, die wir heute auch immer wiederum in den Medien verfolgen können, verantwortlich. Und das ist unsere Aufgabe, die wir uns selbst gestellt haben vor nahezu 44 Jahren, wo sie international gegründet wurde, bewusst auch darauf hinzuweisen, dass es außerhalb der westlichen demokratischen Staaten, wie sie sich jetzt nennen, auch vieles andere gibt. Inzwischen die große oder die deutliche Mehrheit der Menschen in der Welt leben im sogenannten globalen Süden. Das wollte ich bei der Gelegenheit auch sagen. Das haben wir uns auch bei diesem Heft ganz besonders zu Herzen genommen. Obwohl natürlich die aktuellen Ereignisse nicht von uns völlig ignoriert werden konnten und daher eigentlich ein thematischer Schwerpunkt des Heftes sich natürlich mit der aktuellen Situation in der Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg und mit den sich daraus ergebenden Folgen und Konsequenzen bis hin zu Österreich befassen.
um gleich bei den Konsequenzen für Österreich zu bleiben. Ich habe bewusst auch das heutige Datum gesagt, weil ich habe heute früh meinen Tag mit dem Morgenjournal begonnen und habe im Morgenjournal die Nachricht gehört, dass zwei ehemalige Verteidigungsminister Österreichs, der Herr Fasselabend, früher ÖVP oder ÖVP, und der Herr Scheibner, FPÖ, sich heute in der Früh dafür ausgesprochen haben, die österreichische Neutralität im Wesentlichen abzuschaffen, weil sie sei nicht mehr zeitgemäß und in Wirklichkeit sich voll in die kriegsführende westliche, von den USA und von den NATO-Staaten geführten Krieg in der Ukraine zu engagieren. Das ist ein Schwerpunkt auch dieses Heftes. Wir haben gerade, Sie, ihr wisst ja, Österreich ist ein immerwährend neutraler Staat. Das ist im Wesentlichen 1955 der Beginn der österreichischen Unabhängigkeit gewesen, in dem Österreich sich damals zu einem dauerhaften neutralen Staat erklärt hat. Das gilt noch immer, aber diese Debatte ist, obwohl mehr als zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung eindeutig an der österreichischen Neutralität nichts rütteln möchte und nichts verändern möchte, gibt es, und das sollte man nicht kleinreden, gerade diese beiden heutigen Äußerungen im Morgenjournal zeigen es gibt eine starke Lobby, die quer über manche Parteien geht, die im Wesentlichen die österreichische Neutralität gegen den Willen von 70% der österreichischen Bevölkerung abschaffen wollen, um endlich an der Seite der USA, an der Seite der NATO Krieg führen zu können. Das kann es nicht sein. Und wir haben darüber einige Artikel im Heft und wir haben auch einen Kommentar. Der übliche einleitende Kommentar des Heftes ist von Professor Werner Wintersteiner von der Universität Klagenfurt, einer der bekanntesten und besten österreichischen Friedensforscher, der sich genau mit dieser Thematik, dass es gerade in Zeiten wie diesen, wo Krieg geführt wird, wo die ganze Welt und auch sogenannte liberale Medien und Journalisten und Persönlichkeiten eigentlich sich nicht davor zurückerschrecken, einfach für permanente Aufrüstung, weitere Waffenlieferungen aussprechen. Und gerade in dieser Zeit ist es notwendig, aus Verantwortungsbewusstsein auch der nächsten Generationen gegenüber, aber auch aus einer grundsätzlich humanen, humanistischen Einstellung heraus, sich eben gegen diesen Kriegswahnsinn auszusprechen. Ich empfehle daher, diese Artikel, die zu Beginn des Heftes zu finden sind, sie sind wichtig. Ja, damit möchte ich eigentlich schon diese Präsentation abschließen. Ich kann auch darauf verweisen, dass wir diesmal, weil wir so viele unterschiedliche, höchst interessante Themen, zum Beispiel jener Artikel über Brasilien und auch andere haben, werden wir im Laufe der nächsten Tage mehrere einzelne Videos noch produzieren, wo Autoren und Autorinnen wichtiger Artikel ihre Themen, ihre Aussagen eigens präsentieren werden. Ich möchte daher zum Abschluss auch noch einmal zurückkommen auf international auf sein Selbstverständnis und auch auf seine Absichten. Ich möchte mich bei allen Freundinnen und Freunden bedanken, die in den letzten Monaten sowohl bei den gedruckten Heften, bei den Abos für unser normales Abo, aber auch bei den Videos fleißig zusätzlich bestellt haben, Abos, und hoffe und lade Sie ein, das auch weiterhin zu tun, weil wir gerade in Zeiten wie diesen es für wichtig halten, dass eben Stimmen, die nicht überall Ja und Amen zu dem, was einem vorgegeben wird, sagen,
dass diese existieren, dass diese weiter existieren und dass diese sogar noch besser existieren können. Wir haben daher ein Programm, ich präsentiere das auch in dem vorliegenden Heft in einem kurzen, de facto Eigeninserat auf der letzten Umschlagseite, wo ich darüber berichte, dass wir dabei sind, unsere Redaktion zu erneuern, zu erweitern und lade Interessenten und Interessentinnen ein, bei uns mitzutun. Wir haben gerade in den letzten Wochen zwei neue, junge Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter begrüßen können. Das heißt, es gibt Interesse bei uns, vor allem junge Leute, mitzutun. Bitte, das ist ernst gemeint, man kann bei uns mitarbeiten, man kann bei uns auch seine ersten journalistischen Sporen sich verdienen. Vor allem haben wir gewisse Lücken in Bereichen Wirtschaft, im Bereich Klima, Umwelt, da eine besonders große Lücke, und das kann nicht sein in Zeiten wie diesen, dass eine Zeitschrift wie International keinen fixen, zumindest nicht einen oder eine fixe Redakteurin hat zu den ganzen Klima- und Umweltfragen. Und das Dritte ist Europa. Und in dem Zusammenhang ist natürlich auch wiederum eine stehende Bitte nicht zu vermeiden, nämlich: Alle diese Pläne kosten auch Geld. Die Herstellung eines Journals kostet Geld, die Produktion von Videos kostet Geld. Wenn wir das jetzt alles noch verbessern und erweitern wollen, kostet das etwas mehr Geld. In diesem Sinn appelliere ich auch in diesem Heft, und ich möchte das auch hier persönlich tun, appelliere ich an alle, die International kennen, die International schätzen, unterstützen Sie uns auch weiterhin oder neuerdings, weil wir mit jedem Cent, mit jedem Euro, der zusätzlich hereinkommt, etwas Sinnvolles, etwas Wichtiges machen können, in dem Sinn, dass wir nicht das befestigen und stabilisieren wollen, was wir jetzt schon erreicht haben, sondern in dem Sinn, dass es noch besser, noch intensiver, noch professioneller werden kann, sowohl im Bereich des gedruckten Heftes, der gedruckten Hefte, als auch vor allem auch im Bereich der sozialen Medien, also auch dieser Schiene. Auch in diesem Bereich haben wir zusätzliche Ideen bereits diskutiert und haben zusätzliche Programmpunkte in petto, für die wir allerdings noch um kleine oder größere finanzielle Unterstützung ersuchen. In diesem Sinn, herzlichen Dank für das Interesse, viel Anregung, viel Denkanstöße bei der Lektüre des neuen Heftes. Wir werden im Übrigen auch in wenigen Wochen auch wiederum verstärkt als Veranstalter von Diskussions- und Informationsveranstaltungen auftreten, weil wir auch hier zumindest was bestimmte Themen und bestimmte inhaltliche politische Perspektiven anbelangt, ein gewisses Defizit finden. Das wollen wir ebenfalls füllen. Und für all das brauchen wir Freunde, Freundinnen, Unterstützung, Sympathisanten und auch Finanziers. In diesem Sinn herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.